Okay, ich möchte tatsächlich mal versuchen, eins anzufassen. Ja, kannst sie anfassen. Also sie schwimmt zwar nicht selber auf dich zu, aber sie schwimmt auch nicht von dir weg. Und wenn du dann eine Hand auf ihn legst, dann spürst du dieses leicht schuppige oder raue. Es tut überhaupt nicht weh, es ist so, von oben ist es rau und komplett seltsam, weil es auch feucht ist, feucht und rau. Ich hätte wirklich meinen Mystiker mitbringen sollen. Wir werden euch noch brauchen, meine Kleinen. Und mit Könnt diesen dann wohl Worten. sehen, wie von den 20 Stück bilden jetzt 8, 9 Stück von ihnen eine Linie und schwimmen und tauchen nach unten. Ja, ich muss da jetzt leider hinterher tauchen. Ja, ich möchte mal versuchen, denen hinterher zu tauchen. Ich meine, ich komme vermutlich nicht so mega weit, aber ich versuche mal zumindest am Anfang mit den Schritt zu halten. Rafim? Ich denke nicht, dass es da drüben noch welche gibt, oder seht ihr etwas? Rafim streckt seinen Kopf unter Wasser und du siehst wohl, dass sie zwar schnell schwimmen könnten, es aber nicht tun, sondern immer auf Entfernung bleiben, sodass du mit deinen kräftigen Armzügen hinterhertauchen kannst. Und dann siehst du, wie sich wohl eine Kaverne nach unten öffnet, auch wieder ein großer Tempelbereich, und sie darin verschwinden. Ich meine, ich muss mal eben Selbstbeherrschung würfeln. Ich tauche hinterher. Was tun die anderen? Irritiert zu Raphim schauen, mich dann wieder irritiert der nächsten Säule zuwenden, dann wieder irritiert zu Raphim schauen und feststellen, dass er weg ist. Die Fische scheinen ihn zu mögen. Capitania? Rufe ich irgendwie vom Wasser aus. Ja. Fuchtel so mit einem Arm grob in Richtung Raphim. Alles in Ordnung, Serpentilio? Der Mann ist baden gegangen. Ja, ich denke, es ist wie bei mir damals mit dem V. Ich erinnere mich an nichts mehr. Das Zuck aber macht mit den, dich zuck aber mit den Schulter, Schleier. zuck aber mit den Schultern, denn sie kennt ihn besser als ich. Ich würde sagen, warten wir einmal ab. Ja, ich denke, selbst wenn ich nur warte, dann auch zu den anderen zurück. Denn jetzt zu versuchen, hier eine Abzeichnung oder gar eine Schraffur zu machen, ist eine absolute Narrenidee. Ich würde mir weiter umgucken in den Ruinen, ob es auch ein kulturelles Zentrum gibt oder einen besonderen Platz oder sowas. Nun, Kapitän, ja, so wie ich das sehe, ließ es sich sicherlich versuchen, sagte Griffin zu reaktivieren. Ich bin noch nicht ganz sicher, welchen sofortigen Effekt dies dann wohl haben mag. Und selbst im günstigsten Fall würde das Aktivieren der Pforte uns, naja, nach Vajat bringen, wo wir dann unter Wasser wären. Unter Umständen. Wie gesagt, ich kann euch die genauen Effekte nicht beschreiben und sämtliche erklärenden Elemente sind unglücklicherweise fortverwittert. Es ist nur der natürlichen Widerstandskraft von magischen Zeichen zu verdanken, dass diese überhaupt so lange gelebt haben. Nun, wir könnten uns die Historie anschauen, aber das würde wieder einige Stunden dauern. Lasst uns erst einmal sehen, ob Raphim unter Wasser vielleicht noch irgendetwas entdeckt. Ich hatte den Eindruck, die Fischer wollten ihm irgendetwas zeigen. Nun, sicher doch. Ich denke nicht, dass wir ohne sorgfältige Vor Ich denke nicht, dass wir ohne sorgfältige Vorbereitung hier weiter handeln sollten. Und ich bin nicht sicher, ob dies wirklich das ist, was unsere Geweihte herbeigerufen hat. Aber wir sollten es sehr stark im Kopf behalten. Das könnte uns einen sehr unbequemen Tauchgang sparen. Ich würde mal nach der Geweihten schauen, nach der Fanora. Die hat sich in den Sand gesetzt und wiegt sich hin und her und brabbelt, zeigt auf die Stelle, wo gerade Raphim verschwunden ist. Die Höhlen von Miamat. Jol Miamat. Könnt ihr es sehen? Er ist gleich bei ihm. Jemand drauf, ihm taucht jetzt gerade in eine Höhle hinab.
Ihr müsst verstehen, es tut mir leid, dass ich ihn umgebracht habt. Aber er hat mich bei meinen Nachforschungen behindert und er wollte nicht, dass ich die Prophezeiung lese. Deswegen habe ich ihn erschlagen. Eine Unterwasserhöhle? Eine Arena. Er taucht in eine Arena. Krakons Arena. In der es Luft gibt? Sagt ein mittlerweile leicht panischer Serpentilio. Sie zuckt mit den Schultern. Weiß ich nicht. Auch bei allen 16 Ärzte. Wir sollten dann hinterher. Ja, jemand muss hinterher. Also hier gibt es nichts zu sehen weiter. Ich mache das. Hervorragend. Ja, dann würde ich mich an die Stelle ins Wasser stellen. Und jetzt muss ich einmal kurz gucken. Das ist gut, denn um jeden von uns zu salandern, habe ich jetzt weder die Zeit noch die ASP. Nee, ich wirke einen Wasseratem. Denke mal, wie viel... Wasseratem, nicht die Bubble? Was? Oder ist das der... Nein. Ich wirke tatsächlich diesmal den Wasseratem. Kriegen wir den dann auch? Nein. Oder nur du? Ich habe gesagt, ich gehe nach ihm schauen. Okay. Die Bubble. Vom Boltags, wir machen das. Die Bubble ist ansonsten zu ASP-intensiv und ich würde damit halt direkt auf den Boden sinken. Es ist, Hier sind ja am Ufer. Ja, ich sag nur, wie es ist. Dann mal gucken. Ich würde sagen, eine halbe Stunde reicht vermutlich, oder? Ja. Kapitän, ja, wenn ihr wollt, könnte ich euch. Tatscht sich immer seinen Hals. Ja, und dann tauche ich ab. Ich weiß nicht, ob wir Boltax alleine ihn fortlassen sollten. Er hat nicht die physische Kapazität dafür, mehr rauszuziehen, wenn es darauf ankommt. Du legst deinen Finger an deinen Hals, murmelst ein paar geraunte zwergische Worte und steckst dann deinen Kopf unter Wasser, versinkst leicht ein bisschen und siehst dann viele Stelen. Rafim ist weg. Alles klar, dann mache ich mir mal Licht unter Wasser, weil wir haben ja schon Abend, oder? Mittlerweile ist es Abend, ja. Sicherlich schon 18, 19 okay. Uhr. Dann nehme ich noch einen Flimflam mit, der an meiner Seite die Umgebung erhält und auch das Ganze für eine halbe Stunde. Rechterhaltend, das dürfte gelungen sein, der erhält die Umgebung ziemlich krass. Ich habe eine Miniatursonne über mir. Du siehst nichts. Und Stelen, ja. Viele von ihnen. Und Sand. Aber wohin Rafim verschwunden ist, weißt du nicht. Er ist unten getaucht. Konntest du sehen. Aber da ist nichts, wohin er tauchen konnte. Und auch die Ranzen Rochen sind weg. Boah, ich guck trotzdem mal, ob ich ihn finde. Rafim. Vor mehr als 1000 Jahren hätte diesmal der Eingang gewesen sein können. Ein großes Auge, was dich verschluckt. Und dann kannst du durch die geflutete Kaverne, hindurchschwimmen. Ist eingestürzt. Und wenn du dann auf dem anderen Ende wieder nach oben tauchst, kannst du sehen, dass du in einer Höhle bist. Sie ist teilweise mit Luft gefüllt und du kannst erkennen, wie dort ein Krakonier steht. Nickt dir gütig zu. Eure Götter mit euch. Chor mit dir. Ja, die Euren mit euch, nehme ich an. Was tut ihr hier? Ich bin der Wächter. Der Wächter von? Dem Kodex. Bist du bereit für den Prüfstein? Ja, immer. Dann schicke ich dich nach N'Kur, Uchai. Leg dich hin. Zu mir. Ja, ich würde mich hinlegen. Ich hab... Schwimmst dann noch den Rest zu ihm hin. Die Blutrochen lassen dich dann an der Stelle alleine, bleiben dann zurück im Wasser und du kannst dich dann nach oben ziehen. Legst dich dann zu diesem merkwürdigen Krakonier, der dort steht. Auf so ein Altar. Blutrillen, die davon wegführen, 9 Stück. Wie Arme von einem Kraken. Ich wünsche dir viel Erfolg.
Der Gott und sein Speer werden dich prüfen. Aber du hast seine Prüfung schon einmal bestanden, Raphim. Ja, wenn er doch nur nicht der Mitleidlose wäre. Du siehst ein Lächeln auf dem Gesicht des Krakoniers. Und dann werden deine Augen schwer und du bist sehr müde. Bis dir dann ein Reißen an deine Glieder fährt. Und schmerzhaft wirst du in alle Richtungen gedreht. Du schmeckst dein Blut in deinem Rachen, als ob du dir auf die Zunge gebissen hättest. Japsend kannst du aufschrecken. Du befindest dich unter Wasser in einer uralten Arena. Über dir schwimmt ein roter Himmel durch die Wasseroberfläche, ein roter Mond. Du spürst, dass du nicht alleine bist. Ein gewaltiger Körper. 9, 6 Schritt lange Fangarme, die gegen die Säulen gedrückt werden. Ein gewaltiger, monströser Krake, der sich vor dir aufbreit, aufpustet. Du kannst in den Fangarmen einen 9-fach gezackten Speer erkennen. Wie ein Chorspieß. Die Kinder Krakons haben ihren Vater vergessen. Sein Bruder verriet ihn. Nun naht die Zeit der Entscheidung, ob sein Volk endgültig von dunklen Strömungen in fortgerissen wird. Dieser Speer ist Frömmlar. Erweise dich als würdig. Initiative. Ich bin am Arsch. Oh, gar nicht so schlecht. 23. Ja, dann darfst du anfangen. Er muss gar nicht würfeln. Er hat eine Initiative von 9 plus 1 W6, also liegt da definitiv unter dir. Okay, meine Frage ist, was für eine Ausrüstung trage ich bei mir? Das ist die Frage an dich. Welche deiner Schwerter oder Gegenstände hast du mitgenommen? Ich würde vermuten, dass ich, wenn überhaupt, nur eine Waffe bei mir trage. Vermutlich was Einhändiges, oder? Ja, hab halt nichts Einhändiges. Oder du hast du irgendwas, was unter Wasser gut ist? Speere sind doch gut unter Wasser. Wenn ja, dein Pylos. Ich glaube, den kannst du als Infanteriewaffe immer noch ein bisschen führen. Dann vermutlich meinen Pylos. Ja, als allererste Handlung. Das Vieh sieht riesig aus, oder? Also, große Abschätzung, 230 Lebenspunkte. Okay, ja, es ist riesig. Mitleidloser, steh mir bei. Und damit möchte ich eine Liturgie auslösen. Schwarzes Fell, damit er mich nicht in einer Runde zerreißt. Liturgie aktivieren ist einfach nur eine Liturgiekenntnisprobe, richtig? Also aus dem, ich meine hier, wie heißt es nochmal? Würfel mal, kann sein, dass hier plus 3 oder plus 5 ist oder sowas, aber... Gucken wir mal. Einfach mal würfeln, bleiben sowieso genug Punkte übrig. Ich glaube, das war dann auch schon meine Aktion, dann ist er dran. Dann fahren Arme hernieder. Und zwar einer mit dem Speer und die anderen für dich zum Würgen. Und du siehst auch, wie sein Schnabel nach vorne zackt und versucht, dich zu beißen. Es sind 9 Angriffe. Der erste ist mit dem Speer. Und der 10. ist der Biss. 1. Oh, der Speer trifft zumindest. 10 auch. Die 14 nicht. Die 10, die 12... 2 treffen nicht. Die 14 und die 19 treffen nicht. Ansonsten sind das 8 Angriffe, die jetzt auf dich niederprügeln. Und der erste mit dem Speer. Ja, den mit dem Speer möchte ich natürlich versuchen zu parieren. Die anderen muss ich dann natürlich nehmen. Mhm. Wie verteilt sich meine 7 Erschwernis auf Attacke und Parade? 4-3? 4-3, ja. Okay. Kannst auch 3-4 machen. Ja. 1. Schade, ich darf nicht umsonst parieren. Aber trotzdem, ich hab's pariert. Das ist ja auch Spaß wert. Genau, er macht 2W6 plus 8 Schaden mit dem Speer und die anderen, ich guck gerade mal, würgen. Da ist einer kritisch dabei, den versuche ich mal zu bestätigen. Ist nicht bestätigt. Dann sind das noch 7. 7 plus jeweils 5. Wie viele Rüstungspunkte hast du? 14. 14, alles klar, dann kommt er nicht durch.
aber der Würger, der legt sich weiter um dich. Das heißt, du hast einen um dich herum, um deinen Hals, und der bleibt auch bestehen. Mit dem muss er nicht mehr angreifen. Hm. Und sein Biss, den würfelt er nochmal, weil der mehr als 1W6 plus 5 macht. Der macht 2W6 plus 6. Sind 15. Nur 15. Dann macht ja, er... Ja, gibt ja mal Zone. Warte, vielleicht ist ja Kopf. Nee, ist Schild. Macht er zumindest einen ersten Schadenspunkt an dir. Nee, am Arm habe ich 16, dann Gott sei Dank. Okay. Ja, weil das Problem ist, der Mann hat auch 240 Lebenspunkte. Er ist ein sehr großer, er ist ein großer Gegner, aber das bist du ja auch. Das heißt, ja, da ist ja, genau. Kein Problem. Festnageln, gegenhalten, alles klar, passt. Ja, du merkst es, dass du jetzt mit vielen, vielen Tentakeln um deinen Körper zu tun hast und kannst dann dem. Ja, dem Speer hältst du dein Pylos entgegen und es klonkt, als ob hier die Metalle der Götter aufeinander bersten. Nächste Kampfrunde. Ich möchte gerne den Arm angreifen, indem er den Speer trägt. Mhm. Sind wir unter Wasser oder im Wasser? Das ist eine gute Frage. Also die ganze Arena ist unter Wasser, aber du hast okay, nicht dann. Du hast nicht das Gefühl, dass dich das behindern würde. Ah, okay. Okay. Ja, ich versuche mal den Arm zu treffen und gebe ihm noch mal in einer Wuchtschlag mit. Mal gucken, wie der Mann. Oh, ich. Wenn sie erstmal. 20, 20. Warte. Nein. Schicksalspunkt hattest du schon ausgegeben. Ja, ich stolpere im Wasser. Dann verlierst du wieder Initiative, ist glaube ich aber noch nicht weiter wild. Warte, ich würfel sie trotzdem nur, damit wir mithalten können. Ist das nicht 1W6 plus 2? Kann oh, sogar sein. Das sagt dir leider die Patzer-Tabelle. Gehen wir jetzt einfach von 6 aus, ist vermutlich aber egal. Gut, dann hast du eine Attacke, dann hast du noch eine. Du willst nee, ich hab nix. Ich bin fertig. Achso, genau. Ich hab ja gepatzt. Ach, richtig, ja, alles klar, du hast ja auch eine freie Parade. Ich hab gar nichts. Diese Runde kann er draufhauen. Gut, dann sind das wieder 9 mal. Moment. Ich nehme 10 Stück, weil 9 Arme und ein Biss. Oh, zwei Patzer. Zwei Patzer, ja. Da ist nur einer, zwei, drei Stück hat er, dreimal hat er getroffen. Das ist eine glückliche Attacke. Das ist, glaube ich, wenigstens nicht getroffen mit seinem blöden Speer. Ich schau gerade mal, was mit der 1 ist. Die 1 ist auch bestätigt. Ja. Ja, sind. Ich mache jetzt erstmal zweimal wirkt er dich. Einmal davon die 6 plus 5 sind 11, mal 2 sind 22. Ja, warte, ich gebe dir Zone. Und die 2 können wir ignorieren wegen deiner 22 Rüstung. 22 sind 8 im Bauch. 8 sind das schon eine Runde. Ich glaube, es ist gerade noch keine Runde. 39, ja. Also 22, die 2 können wir ignorieren, die ist egal. Aber den Biss würfel ich auch nochmal aus. Das sind wieder 2 wie 6 plus 6. Sind 7, sind 13, ist also auch egal. Ist auch egal. Gut, dann bin ich zumindest für diese Runde fertig. Ich versuche das gleiche normal. Die 20 wird nicht bestätigt, weil er ein Avatar von Kor ist, also. Ja, ja. Ich würde ihn treffen. Ich weiß nicht, ob er pariert oder ob er es einfach nimmt. Er nimmt das. Hab ich mir fast gedacht. Gegen seinen Krakenarm, ne? Ja, ich möchte auf den, der den Speer hat, ziehen. Genau. Sind nur 18? 19, ja. 19. Sind nur 19. Alles klar, der Arm hat 20 Lebenspunkte, du kannst ihn also nicht abschlagen. Er ist sehr ramponiert, aber er ist noch dran. Mit dem nächsten wirst du ihn selbstverständlich abhacken, aber in dieser Kampfrunde, also in der nächsten Kampfrunde, kann er dich dann noch angreifen. Du hast nichts mehr, ne? Warte mal, ich überlege gerade. Ich glaube, ich wandle in diese Runde offensiv um und pfeife auf meine Parade. Ja, er hat ja schon angegriffen. Genau, dann habe ich eine 8er Erschwernis. Mal gucken, ob ich überhaupt treffe. Ich treffe ihn nicht. Sehr gut. Ja, nächste Kampfrunde. Er greift wieder 10-mal an. 9 plus 1. Ich glaube, zweimal muss er doch schon gar nicht mehr angreifen, oder nicht? 1, 2, 3, 4. 4-mal hat er getroffen. Ich hab Gott sei Dank Glück, dass er mit dem Speer nicht trifft, weil sonst wäre ich schon ziemlich tot.
1, 2, 3, 4. Ja, ich muss tatsächlich anfangen, jetzt mit Wucht anzusagen und so weiter. Das macht ja sonst alles gar keinen Sinn bei deiner Rüstung. Natürlich. Aber da von Koran, das Spiel, wir kämpfen ja nicht fair. Ja, der hat, das Problem ist, er hat halt nicht so viel, nicht so viel Attackewerte. Er hat halt viele Arme, aber nicht so viele und nicht so hohe Attacken. Ja, gut, aber er muss halt auf den Crit hoffen. Mit 10 Würfeln ist das ja nie schlecht. Genau. Seine Attacke ist gut auf alle Arme verteilt. Ja. Wenn ich wieder dran bin, ich würde ihn natürlich wieder auf seinen Arm hauen wollen. Mhm. Dann musst du auch keinen Schaden mehr würfeln. Er hat noch einen Lebenspunkt, dann kannst du den auch kaputt machen. Okay, jetzt meine nächste Aktion ist, ich würde gerne mir den Speer greifen. Okay. Du hast deinen Pylos. Was tust du mit Raskorne? Schweren Herzens fallen lassen. Oh, das nimmt er dir übel. Das wird sie dir nie verzeihen. Dann lässt du Raskorne fallen, greifst zu Fremlar und spürst, wie er gut in der Hand liegt. Ich glaube, du hast tatsächlich... Nee, du hast deine Bohrensichel. Hast du da eingegriffen, ne? Ich habe in der Bohrensichel meinen Waffenmeister mit der Raskorne, mit dem Pylos habe ich keinen Waffenmeister. Genau, nee, war nur die Frage, wo du deinen Waffenmeister hattest. Das war nicht auf dem Chorspieß. Gut, ist ein Chorspieß. Dann kannst du... Dann darf er mich jetzt erstmal hauen, weil er vermutlich auch nicht so nice findet, dass ich ihm seine Waffe geklaut habe. Genau, ich gebe dir wieder dieses Mal nur 9. Moment. Weil du ihm einen Arm abgetrennt hast. 1, 2, 3, 4. Da war eine 1 dabei. 2 sogar. 1, 2 Einsen. Schauen wir mal, ob ich die bestätigen kann. Einer, ja, nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe 8 Angriffe. Einer davon ist ein. Ja, eigentlich ist nur der Crit wichtig. Mach mal den Crit-Schaden. Siehst du, ich habe schon wieder nicht auf. Wucht angesagt. Und nicht schon wieder auf Wucht, genau. Oh, das ist gut. Oh. Warte, da kommt noch was dazu. Warte, es ist auf jeden Fall bei. 1 plus 5 sind 11, 22, ja. 22, okay, sind 7, das geht ja gerade noch so. Warte mal, 7, 3. Kommt da nicht noch was drauf? Ich weiß nicht, macht der Plus noch irgendwas? Oder macht 2W6? Der 11? Nee, das ist beim Würgenschaden ist 1W6 plus 5. Also waren das die 6 und 5 sind 11 mal 2 sind 22. Okay. Weil ja beim letzten Mal noch irgendwie 8 draufgekommen sind. So, Fremlar, der 7. Speer von Krakon, hat eine TPK von KK von 11,3. Warte mal, ich muss das eben eintragen. Ob der Lack säuft, will ich wissen. Na, warte, 11,3 ist nochmal. Ja, ich glaube auch nicht, dass das jetzt so krass ist. WM plus 1 plus 1. Warte. 11, 3 plus 1 plus 1. Ja. Und 2W6 plus 6 TP. Ich glaube, da war meine andere Waffe besser. Oh, jetzt eine Geschichte. Aber hast du jetzt nicht vielleicht Distanzklasse oder so? Warte. Distanzklasse ist S. Hast du mit dem Pylos, glaube ich, aber auch, oder? Ja, die andere Waffe war deutlich besser, das ist hier aber nicht der Punkt. Ja. Warte, ich muss eben Werte übertragen, einen Moment. Der Spieß ist magisch und geweiht. Verletzen gegen Dämonen von Charybdis. Liturgien von Chor sind um 2 Punkte erleichtert. 2 Handschwer. Ach, verdammt. Ich möchte eine Götter- und Kulte-Probe gerne würfeln. Mhm. Einen Moment. Götterkult. Okay, dann ich nehme das. Gott ist ja auch der Gott der Selbstopferung. Ich möchte gerne den Speer nehmen, mir ins eigene Herz setzen und durchstechen. Finde ich gut. Guter Plan. Also die Prüfung zu interpretieren nicht als du musst gewinnen, sondern du musst zeigen, dass du bereit bist zu sterben. Und wenn du das nicht nimmst, würde ich meinen Schicksalsbund dafür verbrennen, dass wir das nehmen. Darum geht's nicht. Es geht nicht darum, ob du gewinnst oder nicht. Du gehst hier sowieso alleine rein und niemand erwartet, dass du hier den Prüfstein besiegen musst. Du setzt an, fällst in Fremlar, den 7. Speer von Chor, und hast Mut bewiesen. Du wachst wieder auf in der Höhle. Neben dir in deiner Hand kannst du den Speer erkennen. Den 7. Speer von Chor. 9 hat er. Dies ist der 7.
Der Tridekapus darf nicht siegen. Um alter und neuer Zeiten willen. Es ist in deiner Hand, Raphim. Und wenn du dich erhebst, kannst du sehen, dass die Mantarochen 20 Stück verschwunden sind. Eine schwarze, raue Oberfläche, die an der Stelle, wo das Wasser war, nun sich ausbreitet. Du siehst, es sieht fast aus wie ein Flügel, aber es ist doch ein Mantarochen. Aber er ist gewaltig groß, er füllt die komplette Höhle aus.